Guten Abend, liebe Gemeinde. Also, wir wagen das jetzt mal mit einer Abendrunde. Und ja, wie man sieht, wir fahren hier mit einem KT4DM Berliner Herkunft. Da habe ich auch keinen Repaint für, weil weiß ja nicht, ob es dafür überhaupt Repaint-Templates gibt. Ja. Das Problem, warum der hier keine Rolle spielt, sozusagen, auf dieser Map, ist einfach, wir bräuchten KT4D Solo für die Linie 9 ab und zu mal und für die 8. Alle anderen Linien sind eigentlich Gotha-Linien. Das heißt, oh, 1.9, wir müssen uns beeilen. Das war jetzt hier schnell entschlossen. Und zack. So. Das war hier schnell entschlossen. Eine Runde auf der Linie 9. Abends mal schnell zu fahren. Mit dem KT4D, weil der KT wird sich öfter gewünscht. Und das mit dem Abendsfahren, das wollten wir ja auch nochmal durchexerzieren, auch wenn es nicht, teilweise nicht so schön aussieht. Hier sieht es jetzt wunderbar aus, aber es dauert 5 Minuten, dann ist der Speicher voll und dann geht hier auch hier das Licht aus. Und dann ist plötzlich stockfinster. Zentrales öffnen. Gucken, bis alle Hinterns drinnen sind. Ja, KT4D. Wie gesagt, kann man hier gut hier brauchen, wenn das denn ein vernünftiger KT4D ist. Also der müsste Meterspur sein. Schöner wäre es noch, wenn er nicht irgendeine komische modernisierte Version ist, sondern die echte Version mit den Falltüren. Aber bis jetzt gibt es ja nicht mal die modernisierte Version vernünftig, weil das hier ist ja auch bloß eine konvertierte Version. Die konvertierte Version aus OMSI, die der BLV gemacht hat. Alles auf Grundlage von Kartoffelphantoms altem Modell. So, für den Anfang war der nicht schlecht, sag ich mal, aber hier Lenkphysik ist natürlich nicht vorbildgerecht umgesetzt. Nächste Haltestelle. Bis jetzt bleibt es relativ hell. Wundert mich selber. Ja, und das Problem, warum der hier nur in der KI nicht läuft, das ist einfach, der hat keine Zielbeschilderung in der KI. Und ich kann ihn ja auf der 2 auch nicht, auf der 2 und 3 auch nicht hier brauchen, weil da bräuchte ich Traktionen und Traktionen funktionieren nicht in Lotus. Genauso wie Hängerzüge, die fahren sich in der KI fest. Da fahren sämtliche KI-Autos rein und fahren die fest und so weiter und so fort. Also es ist nicht schön. Da muss man also wahrscheinlich noch eine Weile warten, bis das richtig funktioniert. Bis irgendwelche KI-Festklemmer oder sowas gelöst sind. Das muss ja bei den U-Bahnen spätestens auch gelöst sein. Das fahren die sich ja auch ständig fest.
Nettenbär. Ich habe jetzt den Spiegel nie eingestellt. Man kann den Spiegel besser einstellen. Ich finde ihn so am besten eingestellt, wenn man die Maus benutzt. Ich weiß nicht, ob der Erfinder das so gemeint hat, dass man hier die Maus statt die Pfeiltaste benutzen soll, weil wenn man die Pfeiltaste benutzt, Sissi, sieht man hier ja nichts in dem Spiel. Den müsste ich erstmal einstellen. Aber es reicht, es ist ja eine moderne Version. Wir fahren hier nach Gefühl. Die Türen schließen automatisch. Nächste Haltestelle, Charlotte-Kroper Straße. Ja, Solo fährt er ganz gut. Nee, so für den ersten Versuch eines KT4DEs in Lotus war der in Ordnung, aber ich sag's mal so, Kartoffelphantom entwickelt seit 3 Jahren an einem neuen KT4D, der im Grunde genommen bis auf die Gelenkphysik komplett fertig ist. Und ich verstehe nicht, wieso es da keine Zuarbeit von den Entwicklern gibt, dass diese Gelenkphysik komplett so umgesetzt werden kann, wie sie nun mal ist. Es gibt ja nun wirklich genügend Fachliteratur darüber, wie die Gelenkphysik beim KT4D umgesetzt ist, mit Hüllkurve und allen möglichen anderen Modellen. War ich das? Okay. Muss ja irgendwer gewesen sein, der die Türen wieder zugemacht hat. Ach ja, ein paar kleine Schnitzer in meinem bisherigen Gleisnetz sind mir aufgefallen. Als mir letztens das Buch von dem Helmut Respondnik nochmal in die Finger gefallen ist, habe ich mich auch davon überzeugt, dass dem wirklich so ist. Ich habe nämlich einen Wechsel in der Plauerstraße vergessen, einen stumpf befahrenen Wechsel. Der muss also noch nachgereicht werden. Und dann fehlt mir auf der Strecke Richtung Quenzbrücke ein kurzer eingleisiger Abschnitt. Da kann ich mich aber auch rausreden. Ich weiß nicht genau, wo der gewesen ist. Was ist das? Ach so, hier steht jemand in meiner Kamera. Ja, wie gesagt, da habe ich eine Ausrede, dass ich da nicht genau weiß, wo der eingleisige Abschnitt war. Also der muss irgendwie am SWB Südtor gewesen sein. Aber ja. Muss gewesen sein und war wirklich, sind dann immer noch 2 verschiedene Paar Schuhe. Also da können wir uns zwar schön drüber unterhalten, dass es diese eingleisige Stelle gegeben hat, aber solange wie ich nicht weiß, wo die genau war, kann ich das nicht umsetzen. Also lasse ich es da lieber zweigleisig. Ja, und dann habe ich noch eine dritte Stelle in meinem Netz gefunden, die nicht ganz stimmt. Das ist nämlich an der Nervenklinik. An der Nervenklinik liegt kein Stumpfgleis wie bei mir, sondern das ist im Grunde genommen eine Verlängerung der Ausweiche und ist sozusagen der Rest des der ehemaligen Kuppeleinstelle einer Nervenklinik.
Weil da war ja mal die Endstelle, die offizielle Endstelle der städtischen Linie, beziehungsweise die Plauer Straßenbahn war die andere Seite sozusagen und da musste man umsteigen von der Brandenburger Straßenbahn in die Plauer Straßenbahn. An der ehemaligen Endhaltestelle Landesanstalt. Nächste Haltestelle. Fontane Straße. Hier umsteigen zu Stadtlinienbussen. Ja, das kann man nur mit KTVDT machen. Mit dem Schützenwagen geht das nicht. Ich staune, wie stabil das Licht hier ist. Dann ist da jetzt der Haltewunsch an die. Da war dann nun wirklich genug Zeit zum Aussteigen. Junge, Junge, ja. Nächste Haltestelle. Karl-Marx-Straße. Hier umsteigen zu anderen Straßenbahnlinien und zu Stadtlinienbussen. Ach ja, und dann fahren wir mit dem natürlich im Dunkeln, weil da keine Meterspur-Variante ist. Weil das im Dunkeln vielleicht nicht ganz so doll auffällt. Ich sehe trotzdem nicht in dem Spiegel. Kannst mir sagen, was du willst? Ich sehe da nichts. So sehe ich was. und das ist auch sowas, was mich nervt. Wenn ich hier die linke Pfeiltaste drücke, dann gucke ich nach rechts zur Tür. Dass der keinen Seitengucken hat, ja, das reicht mich auch auf. Das sind so Sachen, die. Nee, die hören standardmäßig dazu. Die sind ja bei dem GT6N auch. Also, Schulterblick beispielsweise. Jo, den hast du jetzt hier nicht ganz so doll, weil ja dieses komische Entstörpult da im Weg ist. Ist das ein Entstörpult? Der T6 hat das ja da. Ich denke mal, das ist ein Entstörpult. Die Touristerwagen hatten alle ein Entstörpult. Ich weiß es nicht. Den natürlich richtig schön, das wissen wir jetzt in Magdeburg. Wir haben das gelernt, richtig schön langsam in die Kurve mit dem Gradi, sonst bricht das Anlenkgestänge. Nachdem wir nur dreimal auf dem Südring entgleist sind, wissen wir jetzt, wie langsam man mit dem Gradi um die Kurve fahren muss. Guten Abend. Ich sehe da immer noch Bewegung im Spiegel, aber ich sehe nichts, ich sehe nur Bewegung. Nächste Haltestelle, Puschkinplatz. Hier umsteigen zu anderen Straßenbahnlinien. Zu Stadtlinienbussen und zu Überlandbussen des Kraftverkehrs.
Ja, also ein schöner Beschleuniger, KTVD, wäre auch schon was Tolles. Hier so abends auf der 9 ist der genau die richtige Gefäßgröße. Bloß tagsüber kannst du den hohen Stücken eigentlich nicht gebrauchen. Oh ja, das sieht jetzt besser aus. Ich habe ja die Wandlampen gegen andere aus dem Content gewechselt, weil die österreichisch. Ah! Oh, jetzt habe ich auf die Fahrstraße nicht geachtet. Jetzt habe ich nur auf die Wandlampen geachtet. Oh, böser Fauxpas. Das war ein ganz böser Fauxpas. Da hätte es jetzt glatt einen Stempel gegeben, wenn das ein Verkehrsmeister gesehen hätte. Passiert wäre, glaube ich, nicht, aber einen Stempel hätte ich auf alle Fälle gekriegt. Bei linksseitig im Spiegel wäre natürlich der Spiegel auch abgewiesen. Gott sei Dank haben wir keine linksseitig im Spiegel. Haltestelle, Hauptstraße. Was ich muss stehen. Heute klappt das mit der Beleuchtung eigentlich sehr gut. Bin noch schon auf dem Hauptbahnhof gespannt. Dass da vielleicht mit dem KT auch heller ist. Wenn nicht das am GT6N. Ha! Wir haben den Schuldigen gefunden. Wie das dann erst mit dem Gotha 3-Wagenzug wird. Siehst du? Kaum von dir gesprochen, jetzt Licht schon wieder aus. Nächste Haltestelle, Neustädtischer Markt. Hier umsteigen zu anderen Straßenbahnlinien und zu Stadtlinienbussen. Ist hier so eine Steigung drin? Wie war es so langsam? Na sowas. So, ja, wir haben ja schon 2 Minuten Verspätung. Mit Glück haben wir am Hauptbahnhof nicht 4. Über die Weiche. Genau, so. Und rin und raus, bitte. Schönen Feierabend. Ja.
Erstmal müsste mal Bahnhof gekommen sein. Dann können wir mal den Feierabend, nachdem wir dann nach Hohenstücken zurückgefahren sind. Vielleicht vielleicht irgendwann mal reden. Nächste Haltestelle. Friedensstraße. Ja, hier ist das wieder mit der punktförmigen Ausleuchtung. Zwar nicht ganz so schlimm wie sonst, aber fast. Hier wird's besser. Hier wird's wieder heller. Und ausgerechnet hier, wo die Haltestelle ist, da ist wieder düster. Damit man ja auch nicht im Spiegel sieht, was da hinten los ist. Ah, Umfahrt ist es gerade weg. Ne, müssen wir uns beeilen jetzt. Das schaffen wir bestimmt. Das schaffen wir. Ah. Nächste Haltestelle. Geschwister-Scholl-Straße. Na, gerade so. Aber ich habe keine Lust, hier jetzt noch 2 Minuten rumzustehen. Blinken. Verkehrsmeister war hoffentlich nicht in der Nähe. Sonst hätte ich schon wieder einen Stempel gekriegt. Wegen groben Unfugs. Ja, jetzt hier am Hauptbahnhof, das hatte ich ja in meiner Vorrunde schon erwähnt. Übergang zum nahen Fernverkehr. Im Normalfall wäre das jetzt so gewesen, die 9 fährt ja am Wochenende und im Abendverkehr immer so, dass ich ja kaum Pause hatte. Da sind die Züge eigentlich immer gleich bis zur Abfahrtshaltestelle vorgefahren. Wir können das hier in Lotus leider nicht machen, weil da schlägt wahrscheinlich die Omsi-Verwandtschaft wieder durch. Der Link zwischen der Ankunftshaltestelle und der Abfahrtshaltestelle reicht nicht, um weiterzuschalten. Das hatten wir doch schon mal in irgendeinem anderen Spiel. Aber hier ist trotzdem so dunkel. Nee, war zwar schön hell hier die ganze Zeit, aber hier an der Haltestelle ist wieder ziemlich düster. Das ist nur mein Scheinwerferlicht, was hier gerade die Haltestelle ausleuchtet. So, gut, dann Rückfahrt nach Hohenstücken. Ich glaube, es bewegt sich nichts mehr im Spiegel. Nächste Haltestelle. Blumenstraße. Jetzt auch wieder so. Stellenweise ist dunkel, stellenweise hell. Aber so tendenziös ist es eher heller jetzt. Also gestern, wie ich meine Runde gefahren bin, war das eher noch
trauriger, dieses Schauspiel. Da waren hier ganze Straßenzüge punktförmig beleuchtet. Ich nenne das mal punktförmig beleuchtet. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Damit den Leuten hier die Gläser nicht aus dem Schrank fallen, dürfen wir hier bloß 30 fahren. Otto Nuschke Straße. Aber da können wir uns ja wenigstens mal bemerkbar machen. Wir umsteigen zu anderen Straßenbahnlinien, zu Stadtlinienbussen und zu Überlandbussen des Kraftverkehrs. Hier dürfte man rein theoretisch wieder 50 fahren. Also hier hängt zumindest eine Aufhebung, aber eine Aufhebung habe ich nicht. Die Aufhebung in der Biostrap des Ostens sah aus wie ein kleines Vorfahrtsschild. Bloß glaube ich nicht rot, sondern grün. Nee, ein weißer Rand und eine grüne Fläche, das war die Aufhebung für die Geschwindigkeiten. Aber die habe ich noch nicht. Demzufolge hängt da eine 50. Auch wenn ich bezweifle, dass hier jemals einer auf 50 kommt. Da ist sie doch. Die Fahrstraße, nicht dass ich wieder falsch war hier. Nächste Haltestelle, Kanalstraße Betriebshof. Ja, also hier, was hier in dieser Ampel los ist, sieht über keine Kuhhaut. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll, weil hier kommen maximal zwei Autos drüber, weil diese Autos machen immer irgendeine Denkpause hier. Der Pfad sozusagen vor der Ampel ist ein gemeinsamer Pfad und dann geht das getrennt nach rechts und links und auf diesem Pfad bleiben die immer stehen und überlegen, wo sie nur hinfahren wollen. Und meist dauert das ein Momentchen. Das reicht gerade aus, um zwei oder maximal drei Autos über die Kreuzung zu lassen. Es ist einfach nur ein nervtötendes Schauspiel, von dem man nicht weiß, wie man das beheben soll. Gut, ich könnte es beheben, indem ich allen sage, sie sollen geradeaus fahren und nur noch ganz wenige sollen nach rechts abbiegen. Dann hätten wir das Problem gelöst, dann würden hier aber keine KI-Autos mehr fahren. Und ob damit allen geholfen ist, weiß ich nicht so recht. Also ich glaube ihr nicht. Hier ist er wieder, die punktförmige Beleuchtung. Auf der Straße zumindest. Der Betriebshof selbst ist sehr gut beleuchtet. Aber die Straße... Oh, ja. Mensch! Ich hasse das. Ich wollte die Pfeiltaste nehmen und den Betriebshof gucken. Und natürlich, wenn ich die Pfeiltaste nehme und auf den Betriebshof gucke, dann gucke ich der hier beim Aussteigen zu. Oder dem. Nee, der. Tschüss. Oder tschüss, den beiden. Da. Wenn ich nochmal die Pfeiltaste nehme, gucke ich denen beim Einsteigen zu. Sauber Pech. So, hier ist wieder stockenduster, stockenfinster, obwohl hier drei Lampen stehen. Keine Ahnung, warum das stockendünster ist hier. Hier wird es wieder ein bisschen heller auf den Neuendorfer. Nee, das ist nicht die Luckenberger, das ist ja hier immer noch die Straße der Freundschaft. Heute ist das die Luckenberger Straße bis zur Brücke. Damals war das alles eine Straße und die hieß Straße der Freundschaft. Von vorne bis hinten. Und die ja geradezu, das ist die Neuendorfer Straße.
da gerade eine Bahn weggefahren? Was steht denn da so für eine Haltestelle? Hier umsteigen zu anderen Straßenbahnlinien, zu Stadtlinienbussen und zu Überlandbussen des Kraftverkehrs. Der Kollege mit der stündlichen 6 ist, der uns entging. Ach so, ja, das war ja der Kollege, wegen dem ich einen Stempel gekriegt hätte beinahe. Eine blaue Straße. Das ist aber ein Pech. Sag mal, hat der die Längssteifen nur eigentlich oder nicht? Sieht man das hier? Doch, doch, irgendwie hat er eine Längssteife. Das ist zwischen dem ersten und dem zehnten Wagenteil, ja, jetzt hier, da sieht man es, dass der mit dem Arsch ein bisschen mehr wackelt als der Vorderteil. Das dürfte eigentlich nicht sein. Im Normalfall würde sich das benehmen wie ein Vierachser. Zumindest wenn der geradeaus fährt. Das wäre ein steifer Wagenkasten. Weil diese Lenkkonstruktion kommt ja erst ins Arbeiten, wenn der durch den Bogen fährt. Dann kommt diese Lenk... diese Anlenkung, diese Stangenanlenkung ins Arbeiten. Nächste Haltestelle. Karl-Marx-Straße. Hier umsteigen zu anderen Straßenbahnlinien und zu Stadtlinienbussen. Ja, hier muss ich mit dem Gleisbett nochmal irgendwas anstellen, weil hier sieht man den Schienenfuß und den Schienenfuß soll man eigentlich nicht sehen. Weil auf diesem Stück ist das ja so, hier sieht man zwar keine Schwellen, aber die Schienenfüße, also die Schienenstege durchaus, aber die Füße sollen halt verschwinden. Also. Aber das hat dann wieder den Nachteil, dass man hier von dem schönen Schatten, den Kartoffel in das Gleisbett eingebracht hat, eigentlich nichts mehr sieht. Und der Schatten, der macht es ja irgendwie auch aus. Also das macht ja die Optik irgendwie. Da bin ich noch nicht ganz fertig. Mit dem Überlegungsprozess. Fontane Straße. Hier umsteigen zu Stadtlinienbussen.
Achso, warum mein Pult hier so verschwommen ist, das hängt einfach damit zusammen. Die Texturqualität beim User-Fahrzeug steht bei mir auf gut. Und dann ist das so ein bisschen verwaschen. Das hätte ich jetzt natürlich für diese eine Fahrt mal ein bisschen hochstellen können. Aber da ich weiß, wo alle Knöpfe sind, kriege ich das auch so hin. Da, hier ist wieder die Punktwärme hier ausleuchten. August-Beichel-Straße. Also nicht die Ausleuchtung komplett, eine Lampe beleuchtet alles, sondern immer so ein kleiner Punkt in der Landschaft. Manchmal ist der Punkt noch kleiner. Die hier sind noch relativ groß, die Punkte. Entschuldigung, das war ich. Hallo. Ich wollte mal die Fahrgäste neu sortieren. Der zieht auch einen Schwanz hinter sich her. Meine. Man neigt immer dazu, wenn die Ampel denn auf grün umspringt, nochmal schnell Gas zu geben. Aber man darf das hier ja nicht. Man muss ja hier sich wirklich bremsen. Wenn ich einen Schützen-KT hätte, dann könnte ich jetzt auf 15 beschleunigen und dann loslassen. Solange bis hier wieder auf 10 runter ist. Und dann nochmal. Aber mit dem muss ich hier die 10 km/h halten, weil da hat mal jemand gesagt, als er das erste Mal Tyrrhüster gefahren ist, wir wüssten ja nicht, wie langsam 10 km/h sind. Spitzerwechsel, angemessene Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ich klappern könnte oder noch ein bisschen. Nee, da könnte ein bisschen mehr kommen. So. Und beim Meterspurwagen klingt das dann wieder wie ein Werkzeugkasten, der da im Drehgestell steht. Nächste Haltestelle, Paul-Nikolai-Straße. Das ist auch schön hell. So muss das sein. So soll das aussehen. Warum das manchmal anders ist, keine Ahnung. Irgendwie hat mein Rechner heute gute Laune, habe ich das Gefühl.
Oder es liegt wirklich daran, dass der KT nicht so viel Leistung zieht. Dass der Performance schon neu ist als der GT6N. Letzten Gruß für heute. Ich glaube jetzt nicht nochmal, oder? Ach ja, in Holinienallee hatte ich immer noch so einen kleinen Fail vom Terrain, verursacht durch einen komischen Spline. Diesen Fail habe ich heute tatsächlich weggekriegt. Also irgendwas hat an meinem Rechner heute tatsächlich gute Laune. Weil sogar solche Sachen konnte ich heute beheben. War dieser komische Gill immer noch vom Terrain, obwohl hier eigentlich ja kein Terrain sein dürfte, weil das habe ich aufgeschnitten mit einem Polygon. Schönen Feierabend. Ja, ich mache jetzt Feierabend, genau, ja, gleichfalls. War das beim KT4D TM und beim KT4DM immer so, dass die Türfreigabe erst erfolgt, wenn die Wagen stehen? Ich kann mich da dran entsinnen, dass ich in Berlin mal ausgestiegen bin und da waren die Türen schon vor der Feststellbremse oder mit der Feststellbremse freigegeben. Das funktioniert aber nicht. Also, wenn man hier die Türen freigibt, ich mache das mal. Also, ich mache jetzt mal zentrales Öffnen. Erst im Stillstand gehen die Türen auf. Und ich glaube, das war beim KT4D T, weiß ich nicht. Aber beim KT4D T, egal, KT4D M, war das, glaube ich, so. Tschüss. Dass das vorher ging. Und nicht erst beim Stillstand wie beim GT6N. Aber es kann natürlich sein, dass das Fahrzeug, wenn es skriptmäßig auf dem KT4D, Quatsch, auf dem GT6N, nächste Haltestelle. Was wollte ich jetzt sagen? Basiert, dass das dann bitte alle aussteigen. Vom Guide. Da ist immer noch ein Loch. Wo kommt denn das nur von rein? Ich dachte, ich hatte das alles zugemacht. Oder ich habe das hier geträumt und oder das hat gerade nachgeladen. Das kann natürlich auch sein. Das ist ein bisschen komisch. Der Kollege mit der einsamste Sechs der Welt, der ist auch schon da. Das ist die einsamste Sechs der Welt, weil da ist immer nur ein Kurs unterwegs auf der Sechs im Abendverkehr. Und der fährt alle Stunden eine Runde. Oh, das räumt sich. Und was sich räumt, ist blöd. Oder wie war das?
Tschüss. Tschüss. Ja, geht mal ruhig erstmal alle an das Bahnsteigende, um dann wieder umzukehren. Abflussrichtungen für Fußgänger. Ah, für Fußgängerfahrt wäre was Richtiges. Nicht so schnell. 20 sind ja. Was ich positiv finde, ist jetzt hier mit dem AFR City, brauchst du dich ja nicht mehr zu diesem Gerät hinzubeugen, wenn du meine Weiche stellen willst. Das ist schon eine erhebliche Erleichterung. Tja, das war eine Runde KT4D TM durch Brandenburg. Ach, sieht hübsch aus. Bis mit diesen getönten Scheiben. Oh, naja. Ja. Also meins ist es nicht. Meins sind die Berliner Fahrzeuge nicht. Ich hätte lieber einen KT4D mit ordentlichen, klaren Glasscheiben. So, das war sie. Die abendliche Runde auf Linie 9 mit einem KT4D-TM der BVG in Normalspur, die hoffentlich nicht zu sehr ins Auge fällt, weil es ist ja dunkel. Und ja, ich mache jetzt noch ein bisschen Pause und erzähle mit dem anderen Kollegen hier. Und damit sage ich wie immer...